Hi, wir nehmen euch heute im Rahmen der digitalen TU Nights mal wieder mit zu einem exklusiven Schulterblick auf die faszinierende Forschung am Campus. Wir sind hier heute am Forschungsflughafen ganz weit draußen im Norden Braunschweigs. Hier entsteht die Technik der Zukunft in einem der innovativsten Wirtschafts- und Wissenschaftscluster Europas. Und ich habe mich schon immer für Flughäfen interessiert. Ich finde es hier super spannend und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute mit Professor Rolf Radespiel vom Institut für Strömungsmechanik unterwegs sein darf. Sie sind ja auch nicht nur Professor, sondern Sie sind ja auch selber Segelflieger. Wie kam es denn dazu? Also woher kommt diese Leidenschaft fürs Fliegen? Ich bin schon seit Jugendzeiten begeisterter Flieger, weil mir hat dann mein Vater mal ein Modell Baukasten geschenkt und da konnte ich zum ersten Mal ein Flugzeug bauen und fliegen. Und seitdem bin ich begeistert als Flieger. Nach einigen Jahren des Modellfliegens ist mir klar geworden, das möchte ich auch im Beruf machen. Und dazu als Modellbauer und Flieger muss man Ingenieur werden. Ah, ja. Und so bin ich dann zur TU Braunschweig gekommen und habe nach dem Durchlaufen des Studiums meinen Abschluss als Ingenieur der Luftfahrttechnik gemacht. Ich finde, das ist auch so ein spannender Werdegang, so vom Modellflugzeugbauer zum Ingenieur. Das ist total toll. Ja, und hier in Braunschweig gibt es natürlich auch tolle Flugzeuge für Ingenieure, mit denen man Ingenieursfliegen machen kann. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Weil oh, da können wir welche angucken? Das fände ich toll. Genau, die stehen hier auf der Vorfläche, auf dem Vorfeld des Flughafens. Und die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Hier auf dem Vorfeld sehen wir jetzt ein Flugzeug, das Navigationssystem in der Luftfahrt im Fluge vermisst. Und damit kann man sicherer und präziser fliegen. Und was glauben Sie, wie sich das Fliegen in Zukunft entwickeln wird? Also wie werden die Flugzeuge in ein paar Jahren aussehen? Es wird sich viel ändern, weil wir neue Kraftstoffe bekommen, die mittels regenerativer Energie hergestellt werden. Mhm. Die Kraftstoffe werden teurer sein. Und was bedeutet das fürs Flugzeug? Ändert sich auch was am Aussehen? Das Flugzeug muss effizienter fliegen können. Das heißt, es wird einen schlankeren Tragflügel haben, es wird leichter sein und es wird einen kleineren Reibungswiderstand haben, um die Mission fliegen zu können, für die es gebaut ist. Hier gibt es ja noch so viel mehr zu entdecken. Können wir uns noch ein bisschen umschauen da hinten? Na klar, gerne. Gehen wir doch in Richtung des Hangars. Ah super, da hinten ist auch, da ist der Tower, aber der hat schon Feierabend wahrscheinlich, ne? Ja, der Flughafen ist jetzt zu. Okay. Jetzt kommen wir ins Institut für Strömungsmechanik. Hier ist Ihr Arbeitsplatz? Hier arbeite ich täglich. Aha. Und der Forschungsflughafen hat ja nicht nur Flugzeuge, sondern es gibt hier auch Forschungsinstitute mit Laboren. Okay, aber jetzt ist natürlich keiner da. Jetzt haben alle schon Feierabend, mitten in der Nacht ist hier keiner mehr am Schaffen. Aber was wird hier normalerweise geforscht? Na, tagsüber sind hier 40 forschende Ingenieure und vielleicht 20 oder 30 Studierende. Mhm. Und die forschen an verschiedenen Methoden, um den Widerstand von Flugzeugen zu verringern, die Verluste zu verringern beim Fliegen. Okay, und wie macht man das? Das kann man entweder machen, indem man numerische Simulationen am Rechner macht, um die Strömungen besser zu verstehen, oder man macht Experimente. Ah, das ist Ihr Labor. So habe ich mir das ja gar nicht vorgestellt. Ich dachte, das sieht ganz anders aus. Und welche Experimente machen Sie damit? Nun, Aerodynamiker machen Windkanalexperimente. Die erzeugen eine künstliche Luftströmung, in denen sie Modelle halten können, um daran die Strömungen besser zu verstehen. Okay. Ah, und hier durchs Fenster sieht man es dann auch, ne? Ja. Stehe. Hier ist die Messstrecke des Windkanals. Und in dieser Messstrecke ist auch ein Modell eines Tragflügels eingebaut. Okay. Und Sie haben mir vorhin erzählt, als wir an dem Flugzeug standen, dass es sich ja auch viel verändern wird, dass es da auch um Nachhaltigkeit geht eigentlich in der Zukunft des Fliegens. Was hat denn die TU Braunschweig damit zu tun? Die TU Braunschweig untersucht Grundlagenfragen, um das Wissen zu erzeugen, das man braucht, um spätestens bis zum Jahr 2050 die Energiewende in der Luftfahrt zu schaffen. Mhm. Dazu machen wir in meinem Fach der Aerodynamik den Widerstand von Flugzeugen kleiner. Mhm. Wir erforschen verbrauchsarme Antriebe. Wir versuchen, das Gewicht von Flugzeugen zu vermindern und wir versuchen, die Führung von Luftfahrzeugen im Luftverkehr zu verbessern, um die Effizienz des Gesamtsystems zu erhöhen. Und dafür hat auch die TU Braunschweig den einzigen Exzellenzcluster mit staatlicher Förderung, den es in Deutschland überhaupt gibt, und arbeitet da sehr hart dran. Das ist super interessante Forschung, die Sie hier betreiben. Und ich bin ja wirklich gespannt, ob Sie es schaffen, dass wir im Jahr 2050 noch fliegen können.
Da bin ich ganz zuversichtlich, Jenny. Dankeschön, dass ich mir das hier alles mal angucken durfte. Total gut. Und wenn euch interessiert, was es im Rahmen der digitalen TU Nights sonst noch alles so zu entdecken gibt, dann geht doch mal auf tunight.de oder checkt mal die Social Media Kanäle der TU Braunschweig. Und wir sehen uns beim nächsten Videodreh. Bis dann. Ciao.